Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Sword of Mana. Ja, wir sind aus der Kathedrale raus, wir haben einen Plan. Und wir können hier endlich in Westen der Stadt. Und endlich mal unsere Sidequest abgeben. Nein, das ist der Knallpilzwald, okay. Mist. Dann habe ich irgendwo noch zwei Leute übersehen, die einen Zettel wollen. Willst du noch einen Zettel? Du hast einen Zettel. Och, komm schon. Das ist immer noch creepy. Okay. Deine Sonnenbrille. Vielleicht sollte ich mich nochmal tagsüber umgucken und explizit nach Leuten, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Übrigens, alles, was irgendwie Zeug verkauft, heißt Moti. Alles. Glaube ich. Vorsicht, da draußen. Ja, ist okay. Ah, jetzt haben wir was freigeschaltet. Hast du deinen Verstand verloren? Du bist ein Zwerg. Bruder Dohel, hast du nach mir gesucht? Nach dir gesucht? Warum sollte ich? Ich bin rein zufällig hier. Geh nach Hause. Ich gehe nie wieder nach Hause. Ich rasiere mir den Bart ab und gebe das Zwergendasein auf. Mach doch, was du willst. Los, rasier den Bart ab und sei nicht länger ein Zwerg. Gib das Messer seinem Besitzer zurück. Ich werde es tun. Du wirst schon sehen. Meinst du etwa, Bruder Dohel? Weinst du wegen mir? Pah, wer würde deinetwegen schon eine Träne vergießen? Ich weine bei dem Gedanken daran, dass die arme Emerilie jetzt mit demselben Messer Fische ausnehmen und Äpfel schälen muss, mit dem du dir deinen angewaschenen Bart rasiert hast. Du bist eine Schande, tu uns allen eingefallen und gib das Zwergendasein auf. Aber, Bruder... Dieses Messer. Gib es Emerilia zurück. Ich gehe zurück an die Arbeit. Silbermesser erhalten. Und ich glaube, wir wissen alle, wo das hin muss. Ach, das war das Glitzerschwert. Weißen Schibber. Juhu, mein Messer. Vielen Dank. Ich bin ja so dankbar. Lass mich dir das hier geben. Aprikatze erhalten. Das ist Obst. Reist umher? Ja, ich reise umher. Nein. Nordwestlich. Ja, ich weiß, das ist wichtig. Aber ich habe noch zwei Zettel abzugeben, Mann. Ach komm schon. Irgendwo muss das doch. Ach komm. Dann gucke ich mal nach den Zwergen. Ich meine, hier sind ja wieder Leute am Werk. Diesen Bart habe ich von meinem Vater geerbt. Ich habe beschlossen, ihn mir nicht abzurasieren. Das ist eine sehr gute Wahl. Willkommen. So, jetzt kann ich doch tatsächlich mal das hier ein bisschen aufrüsten. Ach nee, dafür brauchen wir Gemüse. Doch jetzt hier total die coole. Ich würde ja gerne mal was schmieden, allerdings. Ah, okay. Da sieht man. Abwehr steigt, Limit sinkt.
Die Aprikatze ist schon deutlich besser. Elementabwehr, Abwehrschlag und Abwehrklinge steigt alles. Ja, wir sehen schon, wo das hinführt. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal das hier machen. Bestätigen. So, jetzt sehen wir schon in unserem Status, das ist deutlich besser geworden und hat jetzt Element Hatzinger. Okay. Willst du noch einen Zettel? Wozu zum Teufel muss ich noch die Chatte hinbringen? Ich weiß es echt nicht. Notfalls mache ich das irgendwann mal offscreen. Ist echt schwer. Und da hängt ein Mensch irgendwo. Ja, das Kind erklärt uns gerade, wie man Todesschläge macht. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir das Kind noch nicht angesprochen. Sonnenbrille, ja, ja, ja. Oh, Werbezettel, vielen Dank. Jetzt haben wir nur noch einen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß, sowohl Magie als auch sonst was kann ich upgraden, wenn ich es viel benutze. Das weiß ich wohl. Das war der mit der Sonnenbrille, ne? Ja, 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 ja. Das ist okay. So, ja, wir haben neue Dialoge. Aber auch nicht überall. Du warst der große Weise. Geistertür. Vielleicht in der Kathedrale? Ich weiß es nicht. Nee, auch nicht. Boah, ich bin gerade ein bisschen verloren. Kann ich hier irgendwie? Nee. Ich weiß nicht, was ich hier übersehen habe. Oder auch nicht übersehen habe. Nee, keine Ahnung. Da muss ich nochmal offscreen gucken. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange damit aufhalten. Wir können hier sowieso nochmal diverse Dinge machen. Ich könnte nochmal ins Kaktushaus. Ich glaube, das mache ich zumindest mal, um hier das Tagebuch zu lesen. Schloss Winkett. Das Meinervolk und Gäste aus Mavolia sollen sich drüben im Vampirschloss schlafen gelegt haben. Sie waren wohl sehr müde. Ja, sehr. Sehr, sehr müde. Ich glaube, ich züchte doch noch ein paar Dinge. Keine Ahnung. Ich kann irgendwo nachlesen, wo man was farmen kann. Dementsprechend baller ich jetzt einfach alle meine Samen raus. Okay. Wir wissen ja, wie es läuft. Einmal das Haus verlassen. Der kleine Kaktus schreibt wieder was. Und wieder zurück. Und ich spule mal ein bisschen vor. Müssen wir uns jetzt nicht hier dreimal hintereinander angucken. Kampf gegen die Hydra. Irgend so eine Art Spiegel gefunden. Sollten wir einfach im Kaktushaus aufhängen. Damit herumzulaufen ist schon irgendwie albern. Ja, recht hat er, recht hat er.
Hätten wir mal, haben wir aber nicht. Eine Krakorange. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen Gemüse, muss ich sagen. Zulu-Kartoffel, das ist ein Gemüse. Und wir haben hier noch Lilienerbsen, das ist auch Gemüse. Allerdings werde ich mir das erstmal aufbewahren. Definitiv. Hier in der Schmiede haben wir immer noch keinen. Nö. Schade. Unterschreibt er schon wieder, der Kleine. Das lesen wir auch beim nächsten Mal. Wir kommen noch oft genug in das Haus hier. Wir müssen erstmal bei den Knallpilzen gucken. Oh, da sind sie stark gegen. Das ist ein Problem. Ich glaube, ich wechsle noch mal auf das Schwert. Und ich wechsle noch mal auf die Kette. Oder? Komme ich wieder zurück? Ich komme nicht wieder zurück, nö. Das ist ein Problem. Ich sehe auf jeden Fall keinen Stein oder so. Verdammt. Mist. Aua, das tat weh. Ist hier noch irgendwo ein Stein? Das kann natürlich sein. Nee, ich brauche ein Schwert heute. Ach, guck mal da oben. Und ich komme nicht mehr zurück. Das ist bitter. Irgendwie werde ich schon wieder zurückkommen. Irgendwo gibt es den Rückweg. Kann es sein, dass das wieder ein verwirrendes Labyrinth ist? Quasi noch nie gesehen. Zwergenmeme. Da will ich, glaube ich, erstmal noch nicht hin. Und wollte gerade sagen, irgendwie ist hier ewiger Tag, ewige Nacht. Ach, guck mal. Oh ja, Klingenschaden. Quatsch, damit kann ich mich nirgendwo rüberziehen. So. Quatsch. Kleiner Samen. Und Engelskate. Ja, gut. Ist okay. Ah, schade. Ich dachte, es klappt. Minus Bronze. Sehr gut. Ich glaube, davon brauchen wir nämlich ganz schön viel. Ja. Okay. Kann ich hier noch runter? Jawohl. Damit komme ich nämlich an die Truhe, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Sehr cool. Noch einen ovalen Samen. Mehr Samen heißt mehr gut. Ihr seht ja, das Zeug ist wichtig, um meine Ausrüstung zu verbessern. Auch Waffen haben natürlich diverse Statuswerte und die können wir entsprechend verbessern. So ähnlich wie halt, ja, das da. Geos Fassade Norden, verlassene Mine Norden und Zwergenmine Westen. Weiß ich ja, was ich mache. Ich gucke mir erstmal die Minen an. Von den Zwergen. Okay. Das ist damit beschlossen. Ich erkenne euch doch, ihr Viechers. Vielleicht finden wir hier was Neues, Interessantes. Kann ja durchaus sein. Auf jeden Fall coole Musik. Er wollte sein eigenes Mana-Schwert schmieden. Wahrscheinlich ist er deshalb auf Mitre-Suche gegangen. So ein komischer Schwertkämpfer hat Wurz gebeten, ihm ein Ultraschwert zu schmieden. Ich
bin ein Zwerg. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt mit dem Schmieden von Schwertern und Rüstung aus Erzen, die ich abbaue. Sehr gut. Verkauf mir so ein Ding. Soll ich dir ein Schwert schmieden? Oder willst du hier noch Löcher in die Luft starren? Die Geoshöhle ist abgesperrt. Wie kommt man denn da rein? Was? Das ist aber nicht gerade die feine englische Art, jemanden um einen Gefallen zu bitten. Trottel. Tut mir leid. Ich versuche einen Weg in die Geoshöhle zu finden. Könntet ihr mir bitte verraten, wie ich dort hineinkomme? Schon besser. Bring Mitre mit. Damit kommst du rein. Mitre? Und wie komme ich da rein? Ich meine, wie wäre es mir möglich, mir etwas Mitre zu verschaffen? Naja, ich schätze, der unheimlichen verlassenen Mine gibt's noch was. Du gehst ganz allein zu diesem gefährlichen Ort? Du bist vielleicht witzig. Da könntest du leicht bei drauf gehen. Kann ich sein Schwert haben, wenn er abkratzt? Eine Freundin von mir ist in Gefahr und ich... und braucht meine Hilfe. Ist mir egal, welche Mine gefährlich ist. Ob ich die Mine gefährlich ist. Hä, was? Könnt ihr mir sagen, wie ich dorthin komme? Eine Freundin, wie? Freunde sind wichtig. Den muss man aus der Patsche helfen. Aber ich weiß nicht, die verlassen Mine. Es kann nicht gut gehen. Ein Kumpel, sagst du? Die verlassene Mine liegt nördlich von hier. Er hat es gesagt. Er hat es ihm verraten. Der wird genauso drauf gehen wie dieser Watts. Quatsch, Watts ist nicht tot. Weißt du, unser Kumpel Watts ist in die verlassene Mine, gegangen und nie wieder rausgekommen. Wenn du einmal da bist, halt doch bitte nach ihm Ausschau. Klar, mach ich. In letzter Zeit sind mehr und mehr Monster aufgetaucht. Die Mine ist voll von ihnen. An seiner Stelle würde ich nicht mal in ihre Nähe gehen. Deiner Stelle, ich kann nicht mehr vorlesen. So ein komischer Schwertkämpfer hat Watts gebeten. Ultraschwert. Das Imperium ist unser bester Kunde. Dank denen machen wir eine Menge Zaster. Mein Zwergensinn klingelt. Irgendwas stimmt mit der Mana-Balance nicht. My Mana-Sense is tingling. Noch eine Anspielung. Ich sag ja, da gibt's ein paar von. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und Flachwitze. Oh Gott. Ich freue mich schon auf Harzinger, wo wir gerade beim Thema Flachwitze sind. Harzinger ist der Boss. Der Boss der flachen Witze. Ich sag's euch. Das war ein bisschen offensichtlich, Sneaky Pilz. Okay. Bald müssen wir ja eigentlich nochmal ein Level abkriegen, oder? Kann das? Müsst ja. Stacheln. Ach, mein guter alter Freund. Stacheln. Pflanzenfleisch. Das klingt so nicht richtig. Muss man einfach mal sagen. Aber ist schön. Schön. Nice to have. Nice to have. Vielleicht treffen wir ja mal einen pflanzlichen Gegner. Dann hau ich mir das Zeug einmal rein und gut ist. Dann buffe ich mich noch mit Feuer und gut ist. Dann haben wir endgültig einfach mit dem ersten Schlag gewonnen. Bäm, und der Gegner explodiert. Ach ja, Heilgemüse. Okay. Ihr dürft weiterleben. Ist okay. Alles gut. Du bist doch einer. Du bist einer. Okay. Die sind ein bisschen schärfer umrissen als die anderen. Na ja, gut. Das heißt, du bist noch einer. Aha. Ich nehme nochmal Magier. Davon brauchen wir insgesamt, meine ich, 5. Ja, brauchen wir. So. Ist hier noch was? Oben ist ein Fels. Sehr gut. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Dann gucke ich mich erstmal noch hier ein bisschen um. Oh. Hätte ich fast übersehen. Ah. Sehr gut. Schoki. Lecker. Die gibt es natürlich auch wieder. Klar.
Okay. Sehr gut. Flacher Samen. Hier kommen wir auch wieder zurück. Das heißt, wir kommen da nicht rüber. Nee. Oh, okay. Die sind nachtaktiv, sieht man. Tagsüber schlafen sie halt. Wenn man ihnen zu nahe kommt, ploppen die erst raus. Aber nachts sind sie immer aktiv. Halt wie im Vorgänger. Ich könnte auch mal wieder meine Special Awesome Todesattacke zeigen, einsetzen. Was ist das? 10 Punkte Schaden. Oh, so viele Crits. Nice. Ist richtig schön. Und zurück zum Schwert. Eine gute Waffe. Dann kann ich die auch ein bisschen leveln. Das ist sehr schön. Ich könnte ja eigentlich nachher alle Waffen leveln, aber da habe ich gar keine Lust drauf. Nö, so überhaupt nicht. Oh, eine fette Eule. Oh, ist die fett. Oh, guckt euch die fette Eule an. Oh, die macht, glaube ich, gut Schaden. Okay. Habe ich mir noch gedacht. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut merken. Fliegende Tiere sind immer gegen Bogen anfällig. Auf jeden Fall trifft er die am besten. Ich glaube, ich will hier nochmal kurz nach rechts. Oder? Will hier nochmal? Ist hier noch was? Irgendwas? Nö. Schade. Wäre ein schönes Versteck gewesen. Ist hier noch irgendwas? Ja, Pfad zur Mine. Das heißt, hier bin ich richtig, oder was? Aua. Das tat sogar weh. Oh ja, das sieht sehr, sehr richtig aus. Dann will ich hier nochmal einen Westen. Ja, ich irre gerade natürlich wieder mal ein bisschen rum, aber es macht nichts, ist ein Rollenspiel. Hier will alles erkundet werden. Das war ganz dringend. Fahrt zu Geos. Ja gut. Zu Geos will ich tatsächlich noch nichts. Also zur Geos-Höhle. Und hier gibt's Flohgegner. Das ist unschön. Hier noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste, sehr schön. Und da gibt's Sinos. Yes. Schwertlevel up. Nee, gut, dann brauchen wir uns hier gar nicht erst weiter umgucken. Wir gehen jetzt in den Osten zur verlassenen Höhle. Mine. Gute Mine zum bösen Spiel. Eieieiei. Was sagt ihr eigentlich zu Stichschaden? Sonst laufe ich nochmal mit dem Bogen rum. Oh, nee. Ah. Das ist eine eindeutige Sache. Mit Stichschaden will ich hier nichts mehr zu tun haben gegen die Pilze. Na, kann man sich aber auch denken, wenn man so mal so ein bisschen nachdenkt, wie es aussieht, wenn man einen Pilz anpiekst. Und wie es aussieht, wenn man einen Pilz anschneidet. Das sind zwei Paar Schuhe. So. Dann noch zwei Magier-Level, dann können wir noch mal was anderes. Ah ja. Die verlassene Mine. Der Eingang ist eingestürzt. Wie kann denn... hier ist etwas. Aha, hier ist es also. Was ist das denn? Wir haben uns schon wieder wegen dir verlaufen. Für dich gibt's kein Abendessen. Uhu. Los, schleich dich.
Was war denn das? Oh Mist, meine Mitriebmine. Wir haben die bloß rausgefunden. Das bloß rausgefunden. Alle haben doch Angst vor der verlassenen Mine. Die Mausbären können es sie nicht verraten haben. Alles, was sie sagen können, ist Grimpf. Irgendwie ist es aber durchgesickert. Jetzt ist dieser Typ aufgetaucht. Nein, das muss ich mir nur einbilden. Ich bin wahrscheinlich überarbeitet. Niemand wagt sich in die Nähe dieser Mine. Entschuldigung, bist du Watts? Wow, die Anbildung kann reden. Wie auch immer, ich bin Watts. Ich heiße Tofu. Ich brauche Mitri, um durch die Geoshöhle zu kommen. Und jetzt will sie auch noch Mitri. Ziemlich unverschämte Einbildung. Ich bin keine Einbildung. Okay, dann zwick mich. Zwick mich richtig kräftig in die Backen. Ah! Reiß mir nicht ab. Nicht abreißen. Nee. Du bist keine Einbildung. Hurra, endlich Gesellschaft. Na, Göttin sei Dank. Ich bin der große Zwergenschmied Watts. Ich bin wegen des Mitrids hier, um ein Ultraschwert zu schmieden. Ein Ultraschwert? Klingt beeindruckend. Diese Mine ist so ziemlich der einzige Platz, an dem man hier noch Mitrid finden kann. Monster traut sich aber niemand außer mir hierher. Deshalb habe ich die Mausbären gebeten, einen Tunnel zu graben. Wie sieht's aus, Junge? Kommst du mit? Klar. Wenn wir das seltene Mitrid finden, teilen wir es 50-50. Fair ist fair. Watts hat sich dir angeschlossen. Gerumpf. Ach, macht doch, was ihr wollt. Ja, schön. Ach, Leute. Und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich habe schon wieder ein paar Minuten überzogen, aber das ist in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es da wieder heißt Sword of Mana. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Tschüss.